Hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo 7, Menübuch Nummer 11, französische Kompakt-Sportwagen. Den Clio haben wir schon. Dann brauchen wir noch den DS3 und den Peugeot 208. Der DS3, das müsste dann der Citroën sein. Nee, DS Automobile, keine Ahnung. Das sagt mir jetzt gar nichts. Fließheckmodell von DS, Peugeot und Renault. Eine kleine Belohnung. Okay. Na, wenn der es sagt. So. Also gut. Dann schauen wir mal. Müssten ja nur zwei Rennen sein. Den Renault haben wir ja schon. Der Europa. Deep Forest Raceway, Schweiz. Okay. Fahrzeug wechseln. Clio. Empfohlene LP 700. 500. Wir probieren es mal. Wir haben jetzt Hauptrivale Polo GTI und Clio V6. Ich schaue mal, ob wir es mit dem Fahrzeug reißen. Ja, DS3 Racing. Naja. Zwei Runden Deep Forest. Und wenn nicht, dann tunen wir das Auto einfach ein bisschen. Und schauen dann, wie es dann weitergeht. So, Startaufstellung. Mercedes, ein AMG ist dabei. Megane, Clio. Jetzt muss ich nochmal schauen. Startaufstellung. Okay, mir 8 Leute. Start. So, auch wieder 8 Leute. Wenn wieder irgendein Driver auftaucht, dann kommt mir das natürlich spanisch vor. So. Deep Forest kennen wir ja aus allen GTA-Spielen. GTA. Gran Turismo-Spiel, wo bin ich denn heute? Sehr kurvig hier am Anfang. Dann geht es den Berg runter und durch die Tunnel. Und zu Ende gibt es nochmal eine richtig scharfe Kurve, die in die Zielgerade führt. Deep Forest kennen wir ja. So. Sehr schön. Kommen wir denen auch vorbei. Dritter Platz. Hier sind wir ganz schön weit vorne, die anderen beiden. Nur noch 10 Sekunden. Und die erste Runde ist fast schon rum. Und hier unten ist dann diese, ja, nach dieser Kurve hier, kommt schon die Zielgerade, 7 Sekunden da vorne, die anderen 2, 6 Sekunden, die letzte Runde. Schauen wir mal, ob wir die noch irgendwie kriegen.
So. An den kommen wir auf jeden Fall ran. Okay. Ist die Zeit, die persönliche Zeit. Ich sehe schon, wir müssen das Fahrzeug ein bisschen tunen, sonst wird es nämlich nichts. So, komm schon. 3 Sekunden, das wird natürlich schwierig. Gerade den ersten noch zu überholen. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen, dritter Platz. So, hier ist diese Kurve, die scharfe Linkskurve. Ich glaube sogar, dass wir die 2 Plätze gar nicht mehr kriegen. Wahnsinn, ach, der ist ganz schön schnell davon. Was fährt denn der für ein Fahrzeug? Müssen wir mal schauen. Bestimmt der AMG. Kann ich hier fast was wetten. Dritter Platz. Das ist bitter, ne? Das ist richtig bitter. So. Das geht so natürlich nicht. Das Fahrzeug erhalten, aber dritter Platz, das geht gar nicht, das müssen wir nochmal fahren, denke ich, ja. So, das brauchen wir nicht. Die Wiederholung verlassen. So, dann geht es auf jeden Fall erstmal in den Tuning Shop. Genau. So, ja, wir haben jetzt das Rennen auch. Ladeluftkühler Semirennen. Also Turbolader. Das ist schon mal gut. Dann so, Rennauspuff. Dann haben wir voll anpassbaren Computernehmer. Rennkurbelwelle. Ja, gut, damit kann ich leben. So, was wir natürlich noch brauchen, ist auf jeden Fall Sportreifen. So, 526. Gewicht reduzieren. Ja, machen wir auch. Und jetzt fahren wir das zweite Rennen und dann muss ich irgendwas an den Einstellungen ändern. Das hilft ja alles nichts. Besonders diese Bremshilfe nervt mich ja. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. So. Es lädt. Europa. Wir gehen nach Italien. Die sind wir ja schon mal gefahren. Die Strecke. Okay. Den Peugeot Sport gibt es da, den 208 GTI Sunday Cup. Sardena Strecke B, 2 Runden.
Dann schauen wir mal, wie sich das dann mit unserem Auto verhält. Wir haben jetzt ja nur ein paar Teile dazu gekauft, um die Leistung zu erhöhen. Wir haben jetzt nichts an den Einstellungen verändert. Hört sich ja schon mal viel besser an, ne? Also gut. Ja, also das ist schon mal was ganz was anderes, ne? Die Strecke kennen wir ja auch schon, sind wir auch schon gefahren. Hier in Italien. Sehr kurvig das Ganze. Aber trotzdem eine recht angenehme Strecke. Zwei Runden haben wir gesagt. So, da haben wir den Esal, seinem AMG, der beim letzten Rennen Erster geworden ist. Halb auf Platz 1. Das rote, die rote im Rahmen der Zeit ist die Zeit, die wir auf dem ersten haben. Genau. Da vorne fährt er auch schon. Erste Runde fast rum. Jetzt fängt die zweite an, nämlich genau hier, 1,48. Und man sieht schon allein das Austauschen von einzelnen Teilen bewirkt schon eine ganz andere Performance. Fahren wir schon fast davon. Sehr cool. 2 Sekunden Vorsprung. Fast 2,5. Jetzt ist es 2,5. Sehr cool. Haben wir noch eine Minute zu fahren. Circa. Okay. So eine kleine kurze Strecke vor der Kurve, eine Linkskurve wie eine Schraufe. Und dann sind wir auf der Zielgeraden, 5 Sekunden Vorsprung. Ich habe mal was ganz anderes, ne, als Dritter durchzukommen. 4 Sekunden schneller als die erste Runde. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Fehlerfreies Fahren mit Bonus. Alles klar, noch 10 Kilometer, dann haben wir auch unsere tägliche Practice hinter uns. So, da. Nächstes Ziel. Ich sehe schon. Jetzt haben wir Stufe 6 momentan. Geschenkauto. Das brauchen wir uns nicht angucken. So, gehen wir zurück ins Café. Können wir machen.
So, das sind die drei, die haben wir uns erspielt. Sammlung abgeschlossen. Glückwunsch. Genau, Belohnung gibt's. Roulette-Ticket. Sehr schön. Jetzt erzählt er uns wieder ein bisschen was darüber. Oh, Frankreich hat das erste Autorennen auf der Welt veranstaltet. Da schon im 19. Jahrhundert. Und die sind schon seit langem im Motorsport aktiv, die Franzosen. Natürlich Renault. Renault Sport. Ja. GTI-Serie. Der DS3. Das ist aber von Citroën, irgendeine Tuning-Firma. Das hat man ja schon an der Front gesehen. Da lag ich gar nicht so falsch. So, Nummer 12 wäre dann eine Meisterschaft. Die machen wir dann tatsächlich im nächsten Teil. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.